Sodli. Hallöchen und zurück. Bei Coral Island. So, Brief haben wir nichts. Gemüse haben wir 27,50. Das dauert noch. Das dauert alles noch. So, jetzt schauen wir mal. Da. Was haben wir mit dem da? Den blauen Sonnenbarsch ist schon gespendet, den hätten wir verkaufen können. So, los mal. So, wo habe ich eigentlich eh nicht? Viel habe ich Mühe drinnen, haben wir 13 Müll. So, Abflug damit. Dann haben wir da eine. So, okay. So. Also da geht zwei, gell? So, okay. Dann schauen wir, wo wir drinnen haben. Und da haben wir einen Weg. Den können wir reintun. Silber. Da hätten wir zwei Eier. Die kann man dann auch mit aufnehmen. Also ich brauche Kohle auch. Ich brauche ja die Kohle auch. Das ist halt die Frage, wo wir es haben, gell? Da haben wir nirgends die Kohle. Da muss der Kohle drin sein, genau. Das heißt, wir machen uns da jetzt Silber. So, drei bringen wir zusammen, okay. Da, jetzt machen wir Kompost. Da haben wir nichts zum Brennen. Und was machen wir dann da? Ah, da braucht man dann einen Seedank. Den haben wir natürlich auch nicht. So, jetzt schauen wir mal da rein, wie es unsere Hühner geht. So, da. Na, mal ein bisschen streicheln, gell? Ja, hier auch, sicherlich. Dann lassen wir die aus. Sieht okay aus. 3 Tage alt. Ah, da oben braucht man dann ein Hai. Aber dadurch, dass wir eh noch nicht so weit sind. So. So, da haben wir ein Glas. Da haben wir 3. Da haben wir eines. So, da hätten wir dann wieder. Okay. Da haben wir einen Erntner, da haben wir noch einen Mais. So. Ja, nimmst du, ne? Was ist das? Das sind die Beeren dann. So, du bist fertig. Wir haben am 22. des Monats. Das müsst ihr eigentlich na alles ausgehen. Das müsste sich noch alles ausgehen. Kann man einen Mais auch in so ein Glaslein tun? Muss ich dann probieren. So, da. Eingelegten Mais. So, da ist einer nicht fertig, da ist einer nichts fertig. Okay. Schauen wir mal, kann man einen Mais da rein tun? Normalerweise schon. Eingelegten Mais. Versuchen wir unser Glück. Oh ja, schau dir das an. So. Mehr tun wir da nicht, dann heben wir sie auf Gachwübe an. Tomatenkonfitüre, da können wir verkaufen. Eingelegten Paprika können wir auch verkaufen. Den da weiß ich nicht, ob wir den verkaufen. Dann tun wir da einmal kurz ein paar Tomaten rein. So. Dann haben wir Tomaten. Eingelegte Paprika, ich weiß nicht, ob wir das da nicht. Haben wir da jetzt eine Truhe hingestellt? Nein, gar nicht, nein.
Warte mal. So. Und zwar neu. Kleiner Fischköder. Den kann man dann zum Fischen nehmen. Okay. Egal. Haben wir mal gemacht. Da können wir dann auch an. Nein, den Bronzebahn brauchen wir. So, ich möchte schauen. Ah, kleine Truhe. Genau. Die wollte ich haben. So. Die stellen wir da her. Das heißt, da kommt das eine. Das sind Fischköder. Das können wir rein tun. Die Eier können wir rein tun. Aber ein Ei können wir dann, das muss man dann aufhören. Das braucht man oben. Dann haben wir da. Da sind auch die ganzen Gläser herinnen. Das heißt, wir werden da, wenn die ganzen Gläser rein tun müssen, da brauchen wir auch Holz. So, ich gehe jetzt einmal auf für die Sense. Da brauchen wir dann auch Holz. Für die Sense, was brauchen wir für die Sense? Ein Holz, 1500 an Kohle haben wir. Holz. Oder? Ja, 20 Holz. Da war ich die eine. Ah, nehmen wir gleich alles mit, kann man dann eh wieder zurück rein tun. Holz. Und? Kupferbarren. Jeder da. Okay. Dann schauen wir mal auf, was er sagt, ob das da oben schon fertig ist. So, warte mal. Und zwar die Range. Da, der Schreiner. Nein, nein. Zum Schreiner wollen wir nicht. Wir wollen eigentlich Museum. So, da laufe ich jetzt Fuß, da bin ich schneller. Aber da schauen wir mal, ob das schon fertig ist und dann gehen wir eben die Sense. Bewusst, dass ich das nicht schnell umspringen kann auf Silber, dass man das Bronze einfach auslässt. Verstehe ich auch nicht ganz, aber egal. Wir müssen es leider so machen. So, drauf. Schauen wir mal. So, ich hoffe, mein Werkzeug ist fertig. So, schauen wir einmal. Guten Morgen. Aufgewertete Werkzeuge. Die Silberspitzhacke. Okay, dann hätten wir. Dann wollen wir Werkzeug aufwerten. Und zwar. Die da. Aufwerten. Die Fertigstellung ist in einem Tag. Okay, das heißt, ihr müsst ihr eigentlich morgen schon wieder haben. Was könnte ich da einkaufen? Nix. Dann da mal verarbeiten. Stumpfes Schwert. Aha, okay. Ja? Wir brauchen da sonst nichts. Da haben wir auch nichts. Okay, passt. Da brauchen wir sonst nichts. Verlassen. Danke dir, tschüss, bis zum nächsten Mal. Das heißt, es müsste morgen soweit fertig sein.
So. Das heißt, wir müssen ein bisschen was verkaufen. Da. Wer Kalender. Haben wir genau noch? Heute ist 22. 2, 4, 6 Tage. 6 Tage, weil wir sie nicht mehr für anstrengend brauchen. Hm? 24. Okay, hätten die 2 Geburtstag. Was ist das da? Strandreinigung. Okay, da haben wir ein Fistel. So, schauen wir mal. Besorgung. Wer will denn was? 5 Tage. Gardenie. Die habe ich daheim. Die kannst du rum. Wer ist er? Der Oliver. Okay. Die haben wir. Die kannst du rum. Können wir es gleich holen. Und dann schauen wir, wo der Oliver sich aufhält. Das ist er einmal nicht. Mich nicht erwischt. So. Seit da hätten wir ja irgendwas schnell reisen können, oder? Wollen wir da nicht schnell reisen? Ah, das kurz ja Eckel. Sind wir gleich daheim. Das sind wir ja gleich zu Hause. So, was? Das heißt, wir haben eine da drinnen. Nein. Mm-mm. Da. Haben wir auch keine drinnen? Sag nicht, wir haben jetzt keine. Oh ja. Das hätten wir alles angeboten, gespendet. Ah, das könnte man alles mitnehmen. Entweder ins Museum oder offen. Gespendet und angeboten. Den haben wir, glaube ich, schon. Aber ist egal, holen wir uns später dann außer. Ah. Was ist denn das da? Erhöht die Wachstumrate ein bisschen. Was tut man mit dem? Machen wir Melone. Da haben wir ja Sachen drinnen. Da? Genau, oder? So, was haben wir jetzt da drinnen? Das brauchen wir dann fürs... Da haben wir schon. Ahne. Ich brauche nur eine. Hm. So, jetzt lade die mal aus. So, die braucht man nicht. Die braucht man nicht. Dann braucht man das Holz, braucht man nicht. Das braucht man alles nicht. Das kann man essen. Den Müll braucht man auch nicht. So, und da nehmen wir jetzt eine mit. Die brauche ich. Die können wir beide. Und die probieren wir dann gleich mal aus, oder? Dass man so ein bisschen ein Silber kann im Notfall. So, jetzt schauen wir mal, wo holt sich der Oliver auf? Das ist, muss ein Kind sein. Die Eva. Da unten ein Fremder. Ah. Der Noah. Wo ist der Oliver? Da oben in der Schule? Ah, genau, da oben ist er. In der Schule. Das ist der Oliver.
Wenn es mich nicht ganz täuscht, ja, dann auf zur Schule. Dann rauf zur Schule. Ja, darf ich? So, da. Ich glaube, da oben ist die Schule, oder? So, da oben, glaube ich, oder? Ah, schauen wir mal. Na, da ist einmal keine Schule. So, aber der muss da irgendwas sein, der ist nicht so weit weg. Offen, ich bin da. Da unten ist die Schule. Ah, wie komme ich da jetzt um? Wo wie da? Oder zurück auf? So, die nehme ich mit. Ist er offen? Da müsste ich da oben. Das heißt, ich muss da zurück oben. Und wo ist dann die Schule? Ich gleich da, oder wie? Genau. So. Dann gehen wir gleich mal mit denen da rein. Ah, der Rente. Danke, dass ihr hergekommen seid, Joko und Dina. Oh klar, Herr Rente. Wir wollen wissen, wie sich Achi macht. Er war natürlich ein guter Junge. Stimmt's? Das war er wirklich. Sein Einsatz bei den Hausaufgaben und beim Lesen ist bemerkenswert. Tatsächlich liest er schon besser, als es in seiner Altersgruppe üblich ist. Das ist mir auch schon aufgefallen. Er geht regelmäßig in die Bibliothek. Sieht so aus, als würde sich sein Leben um die Schule, sein Zuhause und die Bibliothek drehen. Aber es gibt da ein ganz spezielles. Marotte. Wir wissen ja alle, wie gerne Achi Steine mag. Oft finde ich sie an den unerwartesten Stellen versteckt. Der Ranti. So der für Hand. Sogar in meinen Schuhen. Was das Schulische angeht, hatte er ein paar kleinere Probleme mit Mathematik, aber das ist nicht besorgniserregend. Ein bisschen zusätzliche Hilfe zu Hause wird das schon reichen. Ha! Ich muss zugeben, ich bin auch kein Mathe-Genie. Ich weiß gerade genug für meine Arbeit als Schreiner. Keine Sorge, Joko. Ich bin mir sicher, Achis Mathe-Probleme sind noch nicht zu kompliziert. Und wenn sie ein wenig anspruchsvoller werden, können wir immer Surai um Hilfe bitten. Das kann ich, Onkel Surai um Hilfe bitten. Schaut auch gut aus, gell? Klar doch, ich bin mir sicher, er wäre ausgesprochen froh, dir zu helfen.
aber er scheint immer so beschäftigt aus. Ich will ihn nicht stören. Warum fragst du ihn nicht erstmal? Wenn er zu tun hat mit seiner Forschung, dann respektieren wir das. Aber ich habe da so ein Gefühl, dass es ihm nichts ausmachen würde, behilflich zu sein. Okay, dann frage ich ihn. Ausgezeichnet. Von meiner Seite war das dann alles. Ich freue mich schon auf unser Treffen im nächsten Semester. Danke, dass du dich so um unseren Sohn kümmerst, Herr Randy. Archie redet immer zu davon. Archie. Keine Ahnung, wie man das wirklich ausspricht. Was für ein toller Lehrer du bist. Archie, Jotif zu sein. Herr Randy ist der Beste. Es ist sehr lieb von dir, das zu sagen. Ich mache bloß meine Arbeit, die ich sehr liebe. So. Der Oliver, meine Mama arbeitet im Museum, weißt du? Na? Danke. Was tust du jetzt damit? Quest abgeschlossen. Auf J? Okay. Was tust du jetzt damit? Ah, das geht uns eh nichts mehr an, gell? So. Das heißt, die haben wir auch abgeschlossen. Da drehe ich sonst eh nichts zu tun. Da haben wir sonst nichts zu tun, gell? Nein. Das heißt, wir können nach Hause. Da. Okay, den können wir brauchen. Als Werkzeug, das dauert dann eh noch ein bisschen. Schauen wir, was wir da rauskriegen. Mit Fischen. Der gehört auch aufgewertet, gell? Da muss ich mal schauen, wie viel und wo. Den kann man, glaube ich, mit der Hitten unten aufwerten, gell? Glaube ich halt, wissen die es nicht. Unten in der Waldhitten. Nicht Wald, Strandhitten, so. Ein Blitz in einer Rede. So. Knopf vorne brechen? Na, ein Döbel. Süßwasserfisch. Aber nur Süßwasser? Na, im Meer unten. Meer ist kein Salzwasser, oder? Das Meer ist dann ja... Das Meer ist Salzwasser, oder? Oder sollte man sich halt auch auskennen, gell? Wilde Samen, die könnte man. Schau, ich erwisch den nicht. Da mag ich auch nicht vorbei. So, und da. Durch dass wir ja noch ein bisschen Zeit rum. Hä? Was hab ich denn jetzt? Aha, was ist denn das da? Einkaufen, was kann man da einkaufen? Wer ist denn das?
Chiodan, willkommen im BOS-Laden. A Fackel. Emporing. Den haben wir ja schon, oder? Ein Seil, das kann man selber machen. Sprengstoff und eine Fackel. Okay. Habt ihr gewusst, dass da ein Laden drinnen ist? Ich nicht. Das ist einmal ein cooles Versteck. Okay. Das habe ich nicht gewusst. Man kann nicht alles wissen, gell? So, den nehmen wir mit. Data wische ich nicht, da kann ich tun, was ich will. Oh ja, also den haben wir ja schon x-mal. Jetzt habe ich mich gefreut, dass wir ihn gefangen haben. So, da. Da haben wir einen Müll. So. Da haben wir eine Grille. So, ich wollte eigentlich nicht haben, sondern oh, wie geht die Höhle ein bisschen? In die Höhle geht ein bisschen. Und da gehen wir dann schlichten, aber ordentlich schlichten. So, die halten sie. Ah, da haben wir zwei. Da können wir einen, können wir essen. So, da haben wir auch noch was zum Essen drinnen. Ja, da haben wir zwei. Ja, wenn wir da reinlenken, dann haben wir den da zurück auf. Da hätten wir auch Peperoni, den können wir essen. Das da kann man ja auch essen. Eingelegten Rettich, nein, den mag ich nicht. Eingelegten Rettich, sowas mögen wir nicht. Da haben wir ein Getränk, ein Honig. So, schauen wir mal rüber. So, wir hätten da zwar jetzt gleich mal hintere Schnellreisen können, aber da offen. Genau. Was ist da? Achso. Käfer haben wir eh schon so viel. Da gehen wir dann später einmal. Okay, was tust du denn? So. Das heißt, den da braucht man und den da braucht man. Den da mal weg. Wie viel haben wir? Haben genug. Ach, Silber. Ein Silber brauchen wir. Gehen wir gleich mal rein. So, und zwar da. Aktuell. Wassereingang, Boden. Aktuell. Da, oder? Sicherlich.
Da müssen wir die verrufen. Wieso? Seid die Kinder aktueller einsteigen, gell? Da schauen wir gleich mal, was der hergibt. Was ist das? Aber der schläft, den braucht man ja gar nicht, oder? Weil er uns nichts tut, muss man. Lassen wir ihn, weil er uns nichts tut, tun wir auch nichts, oder? Ah, der hat ihn schon erblickt. Das heißt, wir müssen da auch das Werkzeug uns besorgen. Oder die aufwerten ein bisschen. So. Hier da oben lassen wir stehen. Du tust uns nichts, gell? So. Da haben wir nichts. Da. Das heißt, wir müssen da weit rauf. Okay, und obe. Okay, jetzt hebt man. Schauen wir mal die Kleinen zuerst alle durch. Aber mit derer wäre es eh schon egal, weil der ist eh schon ein bisschen eine bessere. Mal blickt. Ah jo. So. Okay, da können wir mal rein. Ich will aber das auch haben. Ist mit? Braucht das hier eh nicht wahrscheinlich. Ah. Dort hinten der Schlaf, den braucht man nicht. Außer er erblickt uns, dann ist was anderes. Was ist das da? Da haben wir eine Biene. Aber mit der haben wir, glaube ich, schon mal vorlieb genommen, gell? Da haben wir was über. So, da weiter. Da. Was? Okay. So, war da irgendwas? Na.
Steine haben wir genug. Also da habe ich jetzt aber mein Onkel nicht dabei, oder? Oh ja, schau, da habe ich es hergeschmissen. So, und da? Kann man da auch was rausfischen? Schauen wir mal, oder? Kriegen wir da auch einen Fisch raus? Schaut's aus, gell? Ups! Vorsichtig! Weiß nicht, ob wir den rauskriegen. Das ist unser Ankel noch zu schwach. Okay. Den müssen wir aufwerten. Das bringt auch nichts. Fossiler Knotenpunkt. Was ist das? Neue Entdeckung. Ein Fossil bringt es zur Bearbeitung ins Labor. Finde heraus, welche Überreste alter Lebewesen du entdeckt hast. Aha, okay. Bring mir ins Labor. Ist eh klar. So. Da, da ist sonst eh nichts mehr. Das heißt, da können wir sie dann schon schauen, dass man in die nächste Ebene kommt. Ah, super. Da ist sonst eh nichts mehr, gell? Nein, da. Da. Nein, da kann man, glaube ich, mit dem Schwert, oder? Da ist auch nichts. Da hinten ist dann auch nichts. Und den lassen wir in Ruhe. So, da. Aber dann, jetzt haben wir 15. Da müssen wir eigentlich eh bald nach Hause. So, da. Oder irgendwo. So, da. Aber da haben wir eh schon offen. Wir brauchen eigentlich nur schauen. Ah, die Biene. Na, da ist gar nichts. Da haben wir kein Silber, gar nichts. So, das heißt, wir hauen gleich mal ab ins nächste. Das heißt, bis 15 haben wir einmal offen. So, dann werden wir nach Hause. Zu den Sachen, da werden wir sicherer oben müssen. Bis. Ah, du stichst, gell? Bis 40 wahrscheinlich. Die zwei da. Okay, und da können wir gleich mal abrauschen. Da ist sonst eh nichts mehr. Oder? Nein. Das heißt, auf 16 sind wir eine. Und da? So, mehr haben wir da drinnen eh nicht. So, da haben wir sonst nichts. Gehen wir nach Hause. Ein bisschen was haben wir auch geschafft. Das heißt, in der nächsten Folge müssen wir auf ins Labor. Schauen, was das, was wir sie da rausgeholt haben, was wir da beieinander haben. Das ist da
Das Museum. Hat das noch offen? Also das Museum brauche ich ja gar nicht. Ich brauche halt ja das Labor. Das machen wir am nächsten. So, wir gehen da her. So, dann haben wir mal da. Die zwei sollen wir ins Labor bringen. Da haben wir eigentlich auch schon drei. Da haben wir auch. Dann schauen wir mal. Da haben wir Stein. Da hätten wir 22. Das heißt, da könnte man eigentlich gleich einmal welche auf eine tun. So. Dann haben wir da. Ah, ich habe eh eine Kohle auch erinnert. Also, ich vergesse das immer, dass ich das muss eine tun. 5 Silber. Okay, mehr haben wir nicht. Passt auch. Dann haben wir da, das nehme ich mit. Dann hätten wir da, haben wir Schrott. Haben wir nicht viel Schrott, gell nicht. Nein, da haben wir keinen Schrott. Okay, das heißt, das können wir alles wegräumen. Und zwar die Gläser. Da kann man Zucker machen. Das da tun wir dann gleich auf ins Labor. Da wollen wir nicht lange aufeinander zucken. Weil desto länger, dass wir es daheim haben, desto blöder wird es. Und dann werden wir anfangen. Und die Kisten einmal zum zum Ausschreiben und Sortieren, dass man sie ein bisschen besser auskennt. Das ist ja nichts mehr. Also Glas wird auf der Farm platziert. Okay, da haben wir einen Samen. Den habe ich ja sonst auch noch irgendwo. Aber ich weiß nicht, ob sie es heute halt noch auszahlt, einen Samen zum Aussitzen. Weiß ich nicht. Den kann man mitnehmen. Den probieren wir einmal aus. So. Da haben wir einen Honig, da haben wir Steine, da, okay. Und mit den anderen werden wir heute halt in Tee aufmarschieren. So, sagen wir danke fürs Dabeisein und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Gute Nacht.